Und weiter geht's mit dem New Super Mario Bros. Für den DS. Ja, im letzten Part haben wir dieses Castle gemeistert. Und dieses Castle, und jetzt steht uns eine weitere Welt bevor. Ich möchte aber vorher noch, bevor wir weitergehen, die untere Welt machen. Einfach um sie abzuschließen und um zum Häuschen zu kommen. Wir haben ja genug Star Coins dabei. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal hin. Na, okay. Speichern ist immer gut. Geh mal reingucken, was hier ist. Vielleicht kann ich mir auch gleich 1, 2, 3 Star Coins sammeln. Mal schauen. Oh Gott, Lakito, das fängt ja schon toll an. Haha, ich kann deine Wolke nutzen. Viele Münzen hier rum. Gibt es vielleicht noch ein Secret oder so? Oh, eine Starcoin. Das ist doch mal ein Secret. Was gibt hier noch? Was ist das eigentlich? Oh, das ist ja mal eine coole Idee. Ah. Adios, Lakito. Ich hätte ja fast vermutet, dass da eine Starcoin unten ist, aber... Eigentlich will ich es auch nicht wissen. Ach nee, jetzt schon zwei von euch. Ja. Ist halt ganz toll. Lol. Ich glaube, die sind gerade weggeglitscht. Ja, die sind gerade weggeglitscht. Und da ist auch schon wieder. Und sein Bruder. Das ist ein bisschen unfair, muss ich sagen. Zwei Lakitos, aber... ist egal. Na, ich will... Stern haben. Ha, jetzt habt ihr keine Chance gegen mich, Lakito. Lol, das habe ich jetzt eigentlich gerade durch Zufall gefunden. Interessant. Sehr interessant. Was wir da entdeckt haben. Kommt man irgendwie wieder raus oder kommt man hier nicht raus? Ich würde ja fast meinen, dass wir die Lakitos benutzen müssen, um da rüber zu kommen über eine Wolke. Das könnte sich gerade ein bisschen schwierig gestalten. Das geht schief, das... ja. Was sage ich, das geht schief. Okay. Let's go, Mario, weiter geht's. Zack. Ah, Mist, jetzt hätte ich vielleicht Lakito benutzen können, um abzukürzen. Seine Wolke haben. Okay, ich will seine Wolke nicht haben. So langsam geht's mir gegen den Strich. Mit seinen scheiß Dingern.
es nicht. Rinder. Tja, rennen sie manchmal eine ganz gute Variante. So, haben halt ein paar Starcoins und kriegen noch ein Häuschen. Also ein Pilzhäuschen. Da dann bei seinem Häuschen so ein Häuschen speichert. Will ich mir das noch sparen? Und Starcoins, okay. Ich würde sagen, hier können wir noch ein bisschen farmen. Oh Gott, schon wieder Wasserlevel. Jetzt sehe ich jetzt schon, dass das Wasserlevel ist. Und das ist dieser Mario, den wir beim letzten Castle brauchen. Diese eine Welt freizuschalten. Ja, und so leicht kann man den noch wieder verlieren. Ich glaube auch, den kriegt man nicht immer, diesen Mini-Mario. Ich weiß auch nicht, was meint er als... Was ist gemeint als Mini-Mario? War es jetzt der Mini-Mario Win oder ist es jetzt der momentane Mini-Mario hier? Och, das gibt's doch nicht. Auf dem Weg zum Pilz. Killt mich noch so ein Teil. Das kannst du jetzt echt nicht sein. Ich meine, ich bin hier nur um, sag schon, bisschen an Starcoins zu farmen. Was anderes will ich doch gar nicht hier. Und verliere schon wieder Leben. Das kann es nicht sein. Das kann ich nicht akzeptieren. Das wäre nämlich ein bisschen blöd, wenn wir die ganzen Leben hier verschaukeln. Wegen sowas. Ich scheine hier irgendwie ein bisschen Strömung zu haben und ich merke schon, wie mich das Wasserlevel schon wieder dezent nervt. Ach ja, das sind Stalkerfische. Cool. Gerade noch so in letzter Sekunde. Irgendwas sagt mir, dass der Strudel gefährlich ist. Mann, diese blöden Fischis überall. Man bremst doch im Wasser so blöd. Och, jetzt reicht's mir, ich bin hier weg. Ich will den Block nicht aktivieren. Stalkerfische, lasst mich in Ruhe. Es ist doch nicht zu fassen mit diesen blöden Stalkerfischen. Nein, schwimm, Mario. Oh Gott, gerade noch so. Nein, oh Gott, das ist nie... Ja, natürlich. Boah, ich bin gleich tot bei diesen ganzen Viechern. Boah, ich hab doch hier meine... Durch. Wasserlevel. Also das Schlimmste sind Wasserlevel.
kann man leben. Oh, cool. Ach du meine Fresse, noch ein Riesenstalkerfisch. Zwei Riesenstalkerfische. Ich bin hier raus. Mir gefällt's hier nicht, ich bin hier raus. Oh Gott. Ja, die Stage ist vorbei, danke. Scheiß auf die Punktzahl. Ich bin weg. Das war jetzt sowieso eine Menge Star Coins. Ach cool, es war noch so ein Weg. Ach gut, zerpackt, können wir gleich zum Castle abkürzen. Ach, schon wieder so ein Ding. Ach. Die Kettenhunde. Auch lang nicht mehr gesehen. Hätte ich jetzt ein bisschen anders lösen können. Was passiert eigentlich, wenn ich den Kettenhund befreie? Ich glaube, er wird mir dann folgen. Und ich glaube, er wird dann auch diese Wand hier zerstören, wofür man die Starcoin bekommt. Ich weiß gerade nicht, soll ich es probieren oder soll ich es lassen? Eigentlich, da wir nicht gesaved haben, wäre mir das noch ein bisschen zu riskant. Auf jeden Fall wäre es so eine Starcoin-Sammelaufgabe. So von. Na, jetzt habe ich schon verkackt. Aber wir bewegen uns schon mal in die richtige Richtung. Das ist schön. Das hätte man jetzt auch anders lösen können, glaube ich. Man kann bestimmt irgendwie diesen P-Switch erwischen, aber gut, ich gehe erstmal weiter. War bestimmt noch zu einer Starcoin. Kann man da oben noch lang? Nee, kann man nicht. Ein Kanonenrohr. Noch ein Kanonenrohr. Lass uns gerade quasi in die Höhe schießen. Bis zur Chefetage. Ich würde gerne mal was probieren, ob hier nicht irgendwas ist. Ich glaube, hier ist einfach mal nur so ein komisches Rohr. Gut, okay. Da war jetzt auch nicht nix. Bums. Und Bums. Und Bums. Und nochmal. Bums. Haha. Kleine Falle. Eleganz ins Ziel gekleidet. Kurz vom Schloss. Ja, komm, machen wir, ist egal. Ich glaube, dann speichert er das Spiel, oder? Ja, speichert er. Das habe ich wegen dem Castle gemacht, weil ich traue dem Ganzen absolut nicht.